live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir zu Gast jetzt Heinz-Christian Strache. Schönen guten Abend, Herr Strache. Grüß Gott, guten Abend. Ist ja einiges los in der heimischen Innenpolitik. Mittwoch richtige Bombe geplatzt mit dem Ermittlungsverfahren gegen den Bundeskanzler, das die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingeleitet hat. Wie sehen Sie das denn? Naja, also ja, das ist natürlich, ich sage, eine Bombe von vielen Bomben, die da geplatzt sind. Denn wir dürfen nicht vergessen, vor 2 Jahren im Mai ist diese manipulativ zusammengekürzte Ibiza-Videobombe zum Platzen gebracht worden. Und dazwischen hat es ja einiges gegeben. Also es hat Hausdurchsuchungen gegeben bei vielen ÖVP-Ministern, bei ehemaligen ÖVP-Ministern. Es gibt auch ein Ermittlungsverfahren beim amtierenden Finanzminister Gernot Blümel und jetzt direkt gegen den Bundeskanzler Sebastian Kurz, wo Ermittlungen wegen einer mutmaßlichen Falschaussage eingeleitet worden sind. Da geht es offenbar um 3 bis 4 Falschaussagen, wo im Raum steht, dass er da absichtlich die Unwahrheit gesagt hätte im Untersuchungsausschuss. Dort gilt ja die Wahrheitspflicht. Und ja, jetzt wird ermittelt. Und natürlich gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung, die damals bei mir offenkundig nicht gegolten hat. Denn ich kann mich erinnern, da gab es das Zitat von Sebastian Kurz: Mit einem Regierungsmitglied, gegen das polizeilich ermittelt wird, kann ich nicht länger zusammenarbeiten. Das war damals seine Aussage. Und ja, man sieht, also wenn er heute ins Spiegelbild blickt, dann müsste er eigentlich sich dieses Zitat in Erinnerung rufen und hätte schon bei Blümel anders handeln müssen und auch bei seiner Person. Die Frage ist ja, es gibt ja jetzt schon viele Oppositionspolitiker, die seinen Rücktritt fordern. Wie sehen Sie denn das? Müsste er jetzt schon zurücktreten, also aufgrund des Ermittlungsverfahrens? Müsste er zurücktreten, wenn es zu einer Anklage kommt oder erst, wenn es zu einer Verurteilung kommt oder gar nicht? Wie sehen Sie das? Na, müssen tut er gar nichts. Ja, ich hätte ja auch nicht zurücktreten müssen. Im Nachhinein hätte ich auch nicht zurücktreten sollen. Ich habe ja erklärt, warum ich es getan habe. Ich habe mir ja nichts zu Schulden kommen lassen. Das bestätigt ja jetzt auch dieses 7-Stunden-Ibiza-Video, das zum Glück das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Dort sieht man, dass es sehr wohl in den 7 Stunden ganz klar und deutlich von mir permanente Zurückweisungen gibt und ich alle rechtswidrigen Angebote der vermeintlichen Lockvögel zurückgeworfen und auch abgelehnt habe, kategorisch. Ich hätte damals nach diesen manipulativen Zusammenschnitten, die das Licht der Öffentlichkeit gefunden haben, sagen müssen, legt die 7 Stunden auf den Tisch. Das war anders, als da zusammengeschnitten der Öffentlichkeit weiß gemacht wird. Aber ja, ich habe damals aus einer staatspolitischen Verantwortung herausgehandelt und auch gegenüber meiner freiheitlichen Familie und Gesinnungsgemeinschaft, weil ich wollte nicht der Prellbock sein, dass wegen mir der Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Koalition in die Luft sprengt und sie aufkündigt. Das war ja von ihm die klare Ansage. Nur wenn ich zurücktrete, verspricht er mir, dass eine Fortsetzung der Regierung gewährleistet ist. Das wollte ich im Sinne einer staatspolitischen Verantwortung auch sichergestellt wissen und natürlich auch im Sinne der Verantwortung gegenüber meiner freiheitlichen Familie. Gedankt wurde es mir nicht. Der eine hat sein Wort nicht gehalten und hat nach meinem Rücktritt und nach meiner Rücktrittserklärung sofort sozusagen versucht, weitere Dominosteine zu Fall zu bringen, indem er den Rücktritt von Kickl gefordert hat, beziehungsweise die Abgabe des Innenressorts. Und das war also ein solider Plan, der offenbar dahinter stand. Und so gesehen zeigt es eines auf, dass natürlich immer die Unschuldsvermutung gilt, keine Frage, und dass immer erst dann, wenn unabhängige Gerichte ein Urteil gefällt haben, feststeht, ist jemand freigesprochen worden, daher unschuldig, oder wird er schuldig gesprochen und ist das rechtskräftig oder nicht. Aber müsste er jetzt Ihrer Meinung nach zurücktreten, wenn eine Anklage kommt oder nicht? Das ist, ich sage, juristisch nein, nicht, logischerweise. Denn natürlich kann man immer jemanden anbatzen und ich habe es ja erlebt, nämlich auf vielfältige Art und Weise, durch anonyme Anzeigen, wo ich angebatzt wurde, wo ich mit Falschaussagen, mit Diffamierungen konfrontiert worden bin. Das ist schon ein, ich sage, das hat schon eine politische Methode bekommen im Land. Ja, und das ist etwas, was eigentlich natürlich insgesamt einmal auch kritisch zu betrachten und zu bewerten ist. Natürlich, bei ihm ist schon viel zusammengekommen. Das ist ja, ich sage, das Gesamtumfeld, das zu bewerten ist. Und die Frage
Frage wird sich stellen. Er hat ja schon klar und deutlich gesagt, es gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Auch wenn Ermittlungen stattfinden, wird er nicht zurücktreten. Auch wenn er angeklagt werden sollte, wird er nicht zurücktreten. Und das Urteil ist ja sozusagen offen gelassen worden. Also er hat für sich persönlich schon festgehalten, was er tun wird. Ich glaube nur, dass diese Regierung auf Dauer nicht halten wird können unter diesen Bedingungen. Und die Frage ist, geht jetzt der Sebastian Kurz in die Offensive mit seiner ÖVP und sagt, mit dem Partner geht's nicht mehr? Oder wird der Partner irgendwann einmal sagen, so geht's nicht mehr? Ich glaube, in der Konstellation ist das in der Art und Weise nicht mehr lange aufrechtzuerhalten. Aber ist es Ihrer Meinung nach politisch vertretbar, dass ein Bundeskanzler, der angeklagt ist, weiter Bundeskanzler bleibt? Na, schauen Sie, da muss man schon auch korrekterweise sagen, es wird gegen den Landeshauptmann Doskozil ermittelt, weil man auch dort sozusagen den Vorwurf im Raum stehen hat, dass es im Rahmen eines Untersuchungsausschusses eine Falschaussage gegeben haben soll. Es geht ja nicht nur um die Falschaussage, sondern es geht ja darum, diese Falschaussage bewusst getätigt zu haben. Genau, es geht um den Vorsatz, wobei das sagt, Sebastian Kurz, es war kein Vorsatz. Da steht jetzt das natürlich ist jetzt Aussage sozusagen die Frage der Ermittlungen. Dagegen, ja. Kann man den Vorsatz durch Chats oder andere Bereiche vielleicht dokumentieren oder nicht? Das steht jetzt im Raum. Das werden jetzt die Ermittlungen und letztlich sollte die Anklage erhoben werden, auch ein unabhängiges Gericht zu entscheiden haben. Ähnliche Vorwürfe hat der Herr Landeshauptmann Doskozil, der natürlich auch zu Recht sagt, für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Auch ähnlich wie Kanzler Kurz sagt, dahinter stecken politische Anpassungen und daher nicht zurücktritt. Wir haben Ähnliches erlebt beim Landeshauptmann Kaiser, im sozialdemokratischen Landeshauptmann, der sogar eine Anklage gehabt hat und wurde aber freigesprochen, zurückgetreten ist, weil er zu Recht damals gesagt hat, es gilt die Unschuldsvermutung, obwohl eine Anklage da war. Er geht fest von einem Freispruch aus, weil er sich nicht zu Schulden kommen hat lassen. So war es dann auch. Und endlich betrifft jetzt sozusagen Kurz seine persönliche Positionierung. Es passt nur nicht mit seinen Aussagen damals gegenüber meiner Person zusammen und wie er damals agiert hat. Also es ist nicht stringent und es ist nicht konsequent, sondern man hat den Eindruck, er hat damals das Video, das manipulativ zusammengeschnittene Video genützt, das veröffentlicht worden ist, um sozusagen die Regierung zu Fall zu bringen, was ich sage im Nachhinein eigentlich durchschaubar ist. Rechnen Sie eigentlich mit einer Anklage gegen Sebastian Kurz? Er rechnet selbst damit, er wird also das entsprechend von Rechtsbewerten, von Rechtsexperten bewerten haben lassen. Und wenn er selbst nach dem Studium dieser 54 Seiten, glaube ich, sind es, im Ermittlungsakt diese Konsequenz daraus ableitet, dann muss man davon ausgehen. Ja. Und das kann relativ schnell gehen. Da gibt es ein paar Wochen noch sozusagen auch Ermittlungen und auch wahrscheinlich eine Einvernahme des Bundeskanzlers, der ja die Möglichkeit hat, auch schriftlich zu antworten. Und dann gibt es eine Bewertung. Und wenn dann Strafantrag gestellt wird, dann kann so ein Verfahren relativ rasch, vielleicht sogar im September, stattfinden. Er spricht ja immer wieder von roten Netzwerken auch in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie selber sehen sich ja auch mit Ermittlungen der WKStA konfrontiert. Wie sehen Sie das? Ist das politisch motiviert, diese Ermittlungen der WKStA Ihrer Meinung nach? Also sowas will ich auch nicht bewerten und auf sowas steige ich auch grundsätzlich nicht ein. Faktum ist, dass es immer wieder in der politischen Landschaft seit Kanzler Gusenbauer und auch vor Kanzler Gusenbauer solche vermeintlichen Enthüllungen oder Behauptungen gegeben hat, dass es gewisse Zweige gibt, wo politische Zirkel, damals die Sozialdemokraten, zusammengesessen sind in einer Kanzlei eines Rechtsanwalts, nämlich Lanzke und auch Gusenbauer und andere, und dort Listen gemacht worden sein sollen. Ich glaube, mehrere Wochenzeitungen, auch das Profil, hat einmal hinlänglich darüber berichtet, wo besprochen wurde, wenn Gusenbauer Kanzler werden sollte, wer dann wo, in welcher Staatsanwaltschaft oder WKStA welche Position einnehmen könnte. Also offenbar gibt es solche Planspiele und ja, es ist zu befürchten, dass da oder dort politische Besetzungen auch stattgefunden haben könnten. Ich glaube trotzdem an das unabhängige Gericht und an die unabhängige Justiz. Jeder, der natürlich auch in der Justiz tätig ist, hat eine politische Einstellung und eine politische Meinung. Wichtig ist aber, dass abseits der politischen Einstellung Recht und Gerechtigkeit auch Platz greift und nicht dort politische Animositäten oder Nahestellungen eine Rolle spielen dürfen. Das ist in der Justiz strikt zu vermeiden. Und ja, ein bisschen hat es die letzten Wochen und Monate den Eindruck gehabt, da gäbe es eine Staatsanwaltschaft und eine Oberstaatsanwaltschaft, wo manche in der politischen Landschaft behaupten, das sei eher der ÖVP, dem ÖVP-Nahefeld zuzuordnen. Und manche meinen eben bei der WKStA sei
das damals durch einen ehemaligen Grünen, nämlich den Herrn Geier, ja, gegründet worden und aufgebaut worden, dass es dort eher sozusagen ein grün-rotes, eine grün-rote nahe Verhältnisstruktur geben soll. Ich kann das nicht bewerten, ich will das auch nicht bewerten, aber ein bisschen schaut schon so aus, als würden diese zwei Körper in einem internen Justizkonflikt aufeinander prallen, nicht nur in der Causa Pilnacek und anderer Faktoren, die da stattgefunden haben. Also es gibt auf alle Fälle dort einen Konflikt. Was für einen Hintergrund der hat, das ist von Experten zu bewerten. Jetzt sagt ja der Bundeskanzler immer wieder, der U-Ausschuss wollte ihn ein bisschen in diese Falschaussage drängen und er hat sich halt anders verhalten als der Finanzminister, er hat sich nicht entschlagen, er hat nicht gesagt, er kann sich nicht mehr erinnern, er wollte darauf antworten, aber das Ziel der Abgeordneten sei es quasi gewesen, ihn da in die Falle laufen zu lassen. Sie waren ja selber im U-Ausschuss auch als Zeuge geladen. Sebastian Kurz hat gesagt und zitiert auch eine ehemalige Verfahrensrichterin, jeder Mordverdächtige wird vor Gericht besser behandelt als ein Zeuge im Untersuchungsausschuss. Das ist ja eine ziemlich harte Ansage, muss man sagen. Naja, ich meine, dass der Untersuchungsausschuss natürlich von den Parteien generell als politische Bühne benutzt wird, ist ja außer Streit gestellt. Dass die Wahrheitspflicht dort fest verankert ist und auch verankert bleiben muss, ist gut und sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Also ich war eigentlich empört, als der Nationalratspräsident Sobotka, aber auch dann andere Damen und Herren aus der ÖVP heraus ihm dann zur Seite gesprungen sind und gemeint haben, man soll dort die Wahrheitspflicht abschaffen. Ich meine, was soll das? Soll dann dort die Lüge einziehen? Nein, es geht ja dort um Aufklärung und natürlich braucht es die Wahrheitspflicht. Und natürlich erlebt man dort ein Verhalten gegenüber den Eingeladenen, die vorgeladen worden sind vor dem Untersuchungsausschuss, um Rede und Antwort zu stellen, teilweise natürlich in einer ja, nicht unbedingt gerade höflichen Art und Weise. Man könnte auch sagen, es vermittelt den Eindruck, da wären ein paar wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ja, und ich sage auch, dass den Eindruck haben Sie auch. Bei mir war es korrekt, muss ich sagen, ja. Aber ich habe da oder dort ja erlebt, dass eine NEOS-Abgeordnete die Verfahrensrichterin unflätig beschimpft hat und vergessen hat, das Mikrofon auszuschalten, beziehungsweise gesagt hat, das geht ja. Ich zitiere jetzt die NEOS-Abgeordnete, es geht ja da am Arsch. Ja. Also das ist kein Niveau. Ja. Und das hat auch die Verfahrensrichterin empört, die ja nachher zu Recht gesagt hat, das habe ich nicht notwendig, da ziehe ich mich zurück. Das ist insgesamt nicht gut für den Parlamentarismus und auch für den Untersuchungsausschuss nicht. Aber ja, man steht dort Rede und Antwort und ich habe wahrheitsgetreu auch geantwortet. Und dort, wo es Ermittlungsverfahren gibt, habe ich natürlich zu Recht darauf verwiesen, dass ich gegenüber dem Bundeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft entsprechend auch die Aussagen tätig werde und nicht im Untersuchungsausschuss. Und das ist auch korrekt so. Und da muss man sich natürlich an die Wahrheit auch halten. Und da hätte er natürlich die Verantwortung gehabt. Da kann er nicht sagen, er ist da in die Falle getrieben worden. Es geht ja auch immer um einen Gesamtkontext. Und wenn er gefragt wird, ob er da irgendwie in die Personalvorschlagsentwicklung eingebunden war, naja, mit Sicherheit. Ja, das haben ja die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass es diese Interessenslagen gab. Das müssen Sie ja auch mitgekriegt haben als Vizekanzler. Das wird er ja Ihnen nämlich auch noch gegenüber mal erwähnt haben, dass der Schmidt der Vorstand werden soll, oder so, nicht? Hat er das nie erwähnt? Na, so schlau und so strikt war er schon als Koalitionspartner, dass er mir nicht seine Gedanken offenbart hat. Ne? Aber dass sozusagen Thomas Schmidt Übergeschäft werden soll, da gab es ja viele Zeitungsberichte auch von uns. Das war, ich nehme an, das wird ja Thema gewesen das sein. Das war etwas, was schon sichtbar geworden ist und das waren nicht nur nachhaltige Gerüchte, das hat man da immer wieder auch gehört, dass der Herr Schmidt das großes Interesse daran hatte. Aber da werden Sie ja den Kanzler darauf angesprochen haben wahrscheinlich, was ist da dran, oder? Nein, ich habe nicht mit ihm darüber diskutiert, weil das ja auch nicht unsere Ressortverantwortlichkeit war. Ja gut, und aber wir, Koalitionsspitzen besprechen sowas. Nein, sondern ich bin immer davon ausgegangen, dass die Aufsichtsräte dann auch nach einer Ausschreibung den Bestgereihten nehmen. Ne? Und die Aufsichtsräte, wie Sie wissen, ja, die sind natürlich im Sinne des Nominierungsrechts auch vorgeschlagen worden. Und diese Aufsichtsräte haben dann eine entsprechende Ausschreibung zu bewerten gehabt. Ja. Und da waren wir ja nicht eingebunden. Also da habe ich überhaupt keine Einbindung gehabt. Da hätte ich mich auch nicht bemüßigt gefühlt. Das heißt, Ihnen gegenüber hat der Sebastian Kurz nie gesagt, ich will, dass das der Thomas Schmidt wird. Na, dass der Thomas Schmidt eine wesentliche Rolle gespielt hat bei der ÖVP, schon in den Regierungsverhandlungen und dort im Bereich auch der Budgetverhandlungen und der Verhandlungen rund ums Finanzressort, aber auch dann weiterer Verhandlungen im Bereich sozusagen für die Koordinierung mit Arnold Schiefer tätig gewesen ist, das war offenkundig, ja, dass er genau diese Ambition hatte und ins Visier genommen hat, Öbergeschäft zu werden. Nein, das hat er mir nicht auf die Nase gebunden, ja, aber es war ein offenes Gerücht und das war immer wieder etwas,
das, was man gehört hat. Aber Sie haben jetzt Arnold Schiefer angesprochen und der galt ja oder war ja der Verbindungsmann auch der FPÖ. Der wird Ihnen das ja zumindest gesagt haben, oder was er da für SMS ausgetauscht hat. Natürlich, dass da Gerüchte im Raum standen und dass man da mitbekommen hat, dass der eine oder andere Intentionen hat. Ja. Natürlich, ja, das war Thema, das ist auch gerüchteweise kolportiert worden. Und ja, das ist so, wie wenn ein Minister oder eine Ministerin, wie die Frau Köstinger, die für den Bereich der Lipizzaner einen Vorschlag macht, so hat sie die Letztverantwortung zu treffen. Da mischen sich in der Regel die anderen Ressorts nicht ein. Ne? Aber dass der Kanzler involviert war in die Bestellung von Thomas Schmidt, davon gehen Sie aus? Na, selbstverständlich. Ich glaube, dass jeder Minister, wenn es um Aufsichtsräte generell gegangen ist, ja, der ÖVP, wahrscheinlich seine Überlegungen und seine Vorschläge dem Kanzler auch dargelegt haben wird. Das heißt aber nicht, dass der Kanzler die Entscheidung getroffen hat, sondern die werden wahrscheinlich dann diskutiert haben über Möglichkeiten. So läuft das in der Regel auch ab. Dann wird der Kanzler vielleicht gesagt haben, finde ich gut, oder vielleicht gibt es noch andere oder bessere Vorschläge. Die Letztverantwortung obliegt dann immer natürlich bei Aufsichtsräten, dem Finanzminister, ja, den zuständigen Persönlichkeiten, die für das Ressort auch die Verantwortung tragen, und dann letztlich dem Aufsichtsrat. Ja. Aber natürlich steht ja im Raum, dass wenn die ÖVP die Mehrheit der Aufsichtsräte hatte, ja, vielleicht mit den Aufsichtsräten was akkordiert haben könnte. Das kann ich nicht bewerten und nicht beurteilen. Wie sehen Sie denn eigentlich jetzt aktuell die Rolle der Grünen? Die haben sich ja sehr auffällig zurückgehalten, muss man sagen, in den letzten 48 Stunden. Da gab es kaum Wortmeldungen. Und wenn, dann war das immer mehr oder weniger, wir warten jetzt einmal ab, was passiert, und davor ist einmal gar nichts zu tun. Na, wenn es um die Aufsichtsratspositionsbesetzungen geht und um die Personalpolitik geht, Grüne so rasch wie möglich unterzubringen in den unterschiedlichsten Bereichen, also da waren die Grünen Weltmeister bis dato, denn alleine was da seit der Regierungsbeteiligung der Grünen an Aufsichtsratspositionen für Grüne gesichert worden ist, also das ist in einem Rekordtempo gelaufen. Das haben die Grünen immer anderen vorgeworfen, jetzt haben sie es selbst, ich sage weltmeisterlich, in Umsetzung gebracht. Und ja, ansonsten sind sie sehr still und sehr schweigsam in all diesen Bereichen und machen letztlich auch der ÖVP die Mauer. Ja. Sie sind ein willfähriger Partner und ich kann mir daher auf Dauer nicht vorstellen, dass das argumentierbar sein wird. Die Grünen werden da aus dieser Situation eigentlich schwer rauskommen. Ne? Denn was wird die nächste Argumentation sein? Sollte eine Anklage folgen? Oder sollte am Ende vielleicht sogar eine Verurteilung folgen? Werden die Grünen dann sagen, ja, da tun wir weiter wie gehabt und da gibt es keine Konsequenzen daraus abzuleiten? Ich kann es mir nicht vorstellen. Das heißt, Sie gehen eigentlich davon aus, dass es Neuwahlen geben wird? Ich gehe davon aus, dass es Neuwahlen geben wird. Die Frage ist, wann? Und die Frage ist, wer von den beiden Seiten zieht die Reißleine und geht in die Offensive? Das ist die einzige Frage, die sich stellt. Ne? Denn alles andere Sie sind ja, sag ich mal, alter politischer Fuchs. Was erwarten Sie? Wird eher die ÖVP die Reißleine ziehen oder eher die Grünen? Also ich habe den Eindruck, dass in einer Situation, in der die ÖVP sich jetzt befindet, nämlich in Wahrheit Passagier zu sein, in der Frage Ermittlungen, in der Frage, kommt eine Anklage, wenn eine kommt, wann findet dann die Verhandlung statt, und da ist sie Passagier. Und so gesehen hat man fast den Eindruck, dass die ÖVP, so wie sie auch mit Message Control ausgestattet ist, eher den offensiven Schritt gehen wird. Und was glauben Sie, hätte das für Auswirkungen, wenn die ÖVP die Koalition aufkündigt und dann in Neuwahlen geht? Wird Sebastian Kurz dann diese Wahl Ihrer Meinung nach wieder gewinnen oder ist da alles offen? Also, ich glaube, dass vieles in Bewegung geraten wird. Ich glaube, wir haben einen unglaublichen Erosionsprozess. Insgesamt, was leider in dem Land Einzug gehalten hat, ist einmal grundsätzlich politisch Andersdenkende nicht mehr mit den besseren Ideen, ja, und mit den besseren Inhalten und an der Wahlurne sozusagen zu bekämpfen und den Wähler entscheiden und sprechen zu lassen, sondern was Einzug gehalten hat in diesem Land, ist sozusagen der Versuch, Andersdenkende, politische Konkurrenten zu kriminalisieren, bis hin zu Stasi-gerechten Fallen und anderen Mechanismen mit anonymen Anzeigen zu operieren, und wo in Wahrheit ein Stil eingekehrt ist, der katastrophal ist für das Land und der der Politik insgesamt nicht gut tut. Und ja,
wenn man das insgesamt bewertet, so ist da alles in Bewegung. Und ich glaube, dass da auch alles möglich sein wird. Ich glaube, die Umfragedaten der ÖVP rasseln deutlich herunter. Und so gesehen wird es spannend, denn man kann davon ausgehen, wenn diese Entwicklung sich so weiterzieht und vielleicht noch eine Bombe kommt. Wir wissen alle nicht, war das schon die Bombe oder war das nur das Vorspiel zu einer Bombe? Es gibt ja viele Gerüchte, die da auch herumschwirren. Muss man abwarten. Ne? Der Mai ist offenbar ein interessanter Monat insgesamt. Ne? Und offenbar nichts dem Zufall überlassen. Und so gesehen, ja, da kann alles möglich werden. Und ich glaube, dass die ÖVP in Richtung 30% sich bewegt und die SPÖ je nach Spitzenkandidaten oder Kandidatin um die momentan 24-25% liegen wird. Und dahinter vieles in Bewegung kommt. Ich glaube, dass da auch neue Bewegungen Raum und Platz hätten angesichts der Gesamtentwicklung im Land. So gesehen ist da alles offen, aber es ist davon auszugehen, dass die ÖVP trotzdem, und das wird die Frage sein, geht sie dann mit Kurz in eine Wahl oder gibt es aus der ÖVP heraus intern einen Änderungswunsch? Das wird dann die offene Frage sein. Wenn es Neuwahlen gibt, werden Sie antreten? Das kann man so nicht sagen. Wir machen jetzt mit Öffnung des Lockdowns ab 19. Mai machen wir in allen Bundesländern Bürgerveranstaltungen. Wir haben daher in allen neuen Ländern jetzt Veranstaltungen auch vorbereitet, sind gerade dabei auch einzuladen, dort auch mit den Landesteams diese Strukturen zu festigen, aufzubauen, auch entsprechend die Landesteams und die Teamsprecher dann auch zu präsentieren und strukturell breiter aufzustehen, wo die Bürger auch eingeladen sind, sich einzubringen. Und ja, natürlich wollen wir und haben wir den Anspruch, mit einer starken Struktur auch als Allianz für Österreich, als Team HC Strache, als eine Alternative bei einer kommenden Nationalratswahl da zu sein. Das hängt aber natürlich auch davon ab, wann findet die Wahl statt und schaffen wir es auch entsprechend, nicht nur strukturell, sondern auch mit finanziellen Mitteln für so eine Wahl vorbereitet zu sein. Was für eine Koalition wäre denn nach der Wahl Ihrer Meinung nach spannend, beziehungsweise mit was rechnen Sie auch? Naja, in der Regel muss man davon ausgehen, dass wir jetzt in Wien das Modell der Sozialdemokraten mit den Neos haben und dass die Sozialdemokraten, sollte es zu einer Neuwahl kommen, natürlich glaube ich, das Ziel verfolgen, so ein Modell in Wien, nämlich Rot-Neos, mit einem dritten Partner, vielleicht mit den Grünen, auf Bundesebene durchzusetzen. Also ich halte das durchaus für denkbar, dass die SPÖ mit solchen Planspielen an die Sache herangeht. Das ist nicht etwas, was ich mir für Österreich wünschen würde in der Konstellation, muss man auch dazu sagen. Und ja, ansonsten glaube ich, wenn in der alten ÖVP die Kräfte wieder sozusagen stärker in den Vordergrund treten und zum Eindruck und zur Auffassung kommen, eigentlich müssen wir den Sebastian Kurz und diese Mannschaft jetzt ändern und wir müssen uns da wieder neu aufstellen, dann glaube ich, wird das alte Proporzsystem, nämlich Schwarz-Rot-Rot-Schwarz, wieder auferstehen, leider Gottes. Kommen wir noch zu einem zweiten Thema. Die Corona-Zahlen sinken, zum Glück muss man sagen. Wir haben diese Woche an 4 Tagen schon unter 1.000 Neuinfektionen. Wir haben unter 1.000 Hospitalisierte. Die Inzidenz liegt nur noch bei 85, die 7-Tage-Inzidenz. Also alle Faktoren gehen derzeit nach unten. Ist Corona Ihrer Meinung nach besiegt? Na, wie bestellt. Ne? Rechtzeitig zur Öffnung gehen die Zahlen runter, wie bestellt. Ne? Vermutet ja keinen Regieplan dahinter, aber man freut sich darüber. Sind wir froh, dass die Zahlen so sind und sind wir froh, dass jetzt endlich geöffnet wird. Das war schon längst überfällig. Der Lockdown hat dieses Land wirklich an den Rande des Ruins getrieben und da werden die noch, wenn es um soziale Probleme geht, um psychische Probleme geht, um Konkurse, Insolvenzen geht. Also das kommt alles noch auf uns zu. Das haben wir noch lange nicht überwunden. Da stehen wir erst am Beginn. Aber wichtig, dass einmal geöffnet wird. Und man muss auch aufpassen. Ich habe heute mit einem Mediziner ein Gespräch gehabt, der mir gesagt hat, du, Vorsicht, wir haben jetzt so viele Personen, die sich schon impfen haben lassen, nämlich freiwillig. Die haben schon die zweite Impfung hinter sich, gleich ob mit Pfizer, ob mit AstraZeneca oder welchen Impfstoff auch immer, haben die zweite Impfung hinter sich, sind schon mit der zweiten Impfung mehr als 8 Wochen Zeitabstand sozusagen vorhanden und haben festgestellt, wenn die einen Antikörpertest gemacht haben, dass die kaum Antikörper haben. Das heißt, die sind in Wahrheit gar nicht geschützt. Und deshalb gibt es ja auch bereits jetzt Fälle, die bestätigt werden, dass Menschen, die schon die 2-fache Impfung haben, wieder Corona
bekommen. Das ist aber selten. Ja, naja, bis hin zu Intensivstationen. Sogar Patienten, die auf der Intensivstation liegen, die schon den zweiten Impfstoff hinter sich haben, eigentlich auch die Antikörper gebildet haben sollten, die auf der Intensivstation liegen, weil sich keine Antikörper gebildet haben oder zu wenig. So, das heißt, wir kommen in eine Situation, wo der als Mediziner sagt, wir müssen aufpassen, wir müssen das völlig neu bewerten. Was heißt das? Dass am Ende mit dem Impfstoff und mit den indirekten Zwangsimpfungen diese Situation nicht bewältigt ist. Und wir vielleicht, wenn wir jetzt nicht aufpassen, wieder einen Peak bekommen und dann im Herbst spätestens wieder vor der Situation stehen, dass die Regierung wieder einen Total-Lockdown vielleicht plant ab Oktober. Und das ist etwas Gefährliches und das muss man sich schon anschauen. Und was bedeutet das dann? Das bedeutet dann, dass wenn die Impfung nicht greift, man dann alle 6 Monate gezwungen wird, sich impfen zu lassen. Dann muss man mal insgesamt bewerten, was ist jetzt dann der Nutzen der Impfung und kann die wirklich so schützen, wie man es vorgegeben hat, oder wird nur der Verlauf gemildert und in welcher Art und Weise? Und ich glaube, dass da viele Mediziner bis heute noch vorsichtig sind, ja, weil ja diese Studien bis heute auch nicht fertig sind. Das sagen ja selber der CEO von Pfizer, wir müssen erst die Studien abwarten. Also ich glaube, dass da noch vieles offen ist. Das heißt, Sie sind noch vieles neu zu bewerten, was die Impfung betrifft. Sie werden sich nach wie vor nicht impfen lassen. Haben Sie das mittlerweile überlegt? Ich bin zum Glück kein Risikopatient. Ja. Ich bin zum Glück auch noch jung genug. Ja. Wäre ich ein Risikopatient, dann würde ich das Risiko nicht in Kauf nehmen, dann würde ich mich impfen lassen. Ja. Wäre ich über 65, 70 Jahre, würde ich das Risiko auch nicht auf mich nehmen. Es muss jeder für sich selbst entscheiden. Was ich nicht will, ist der Zwang. Und was wir jetzt erleben mit dem grünen Impfpass, ist ein indirekter Zwang. Was wir jetzt erleben, ist, dass jetzt für Kinder bereits schon diskutiert wird. Ja. Und ich sage bitte, Finger weg von unseren Kindern, wo es keinen einzigen Todesfall gibt. Ja. Weil die Kinder dort keine Gefährdungslage haben. Also bitte nicht den nächsten Schritt und Wahnsinn setzen, jetzt auch noch die Kinder quasi in einen indirekten Impfzwang hineinzuführen. Also da hört sich's dann wirklich auf und ich sage immer, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist eine zutiefst höchstpersönliche Entscheidung. Wie gesund und stark fühle ich mich? Will ich meinem Körper diese Impfung zulassen, die noch keine Langzeitstudie hat? Vertraue ich dem Impfstoff oder nicht? Ja, das sind die höchstpersönlichen Fragen, wo ich niemanden verurteile, der sagt, ich lasse mich impfen, weil ich vertraue dem. Das ist für mich die persönliche Entscheidung, ja zum Impfstoff oder nein, so wie ich. Mir ist das noch zu wenig ausgetestet, ich habe zu wenig Studien. Ich warte ab und will mich jetzt nicht impfen lassen. Da ist niemand zu verurteilen. Und ich möchte auch nicht haben, dass wir dann eine Zweiklassengesellschaft haben, eine Art Apartheid, dass der sich nicht impfen lässt, auf einmal nicht mehr die gleichen Rechte hat. Das ist genau das Gefährliche an diesen Entwicklungen. Herr Stach, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann diskutieren wir gleich weiter über das Ermittlungsverfahren gegen den Bundeskanzler. Gleich zu Gast im Studio sind Heimo Leposchitz und Robert Miesig. Die werden das auch gleich beurteilen, wie brisant und sozusagen auch politisch problematisch ist dieses Ermittlungsverfahren und müsste Ihrer Meinung nach der Bundeskanzler zurücktreten? Wird es zu Neuwahlen kommen und was passiert im Falle von Neuwahlen und vor allem danach? Darüber spreche ich gleich mit den beiden Herren nach einer ganz kurzen Werbepause.